Okay. Ich, bitte nicht. Oh, Mann! So, Benni, die letzten beiden Türchen von unserem Gruselkalender müssen noch aufgemacht werden. Toll. Ja, los, komm, lass uns nicht quatschen. Großartig, lass uns hier uns die Haxen brechen und die Tür öffnen. Mal gucken, wo wir jetzt hier wieder landen. Und vielleicht sagt dir das Spiel auch einfach auf seine eigene Art und Weise, mach es nicht, indem ich die Tür einfach wieder zumache. Ey, die Tür, Mann, auf, ey, warte mal. Okay. Ui. Komplett gespiegelt? Und, Benni, wollen wir eine Münze werfen? Ob links oder rechts? Komm, wir links gehen... Links oder rechts? Links, komm, links lang. Okay, wir gehen links lang. Nachher macht das überhaupt keinen... Das macht gar keinen... Wir laufen einfach Naja, ich weiß. Oh. Hast du das gerade gesehen? Ja, das hat so schön verschwommen. Und ach, die Tür ist weg. Und wir haben keine Tür mehr. Ah, ein Tusch. Ein wunderschöner Tusch. Ah, was machen wir da? Wir ist das ein Hund? Was schwimmt denn am Wasser? Wollen die da was retten oder wollen die da was ertränken? Das ist ja fürchterlich. Ein Fenster. Bin hier ein Fenster. Und ein Scharuk. Ein Scharuk. Von wo kommt denn das Licht? Von da oben. Achso, der Ventilator, okay. Der Propeller. Hast du so ein Ding mal gehabt? Ich hab so ein Ding damals mal gehabt, in meiner allerersten Butze. Echt? Ja. Ist das nicht saulaut? Naja, Ding, das war halt nachher einfach so ein Warmbrühquirl irgendwie. Also gekühlt hat er nicht wirklich. Hat immer nur den Staub aufgewirbelt und, naja. Irgendwann hat er angefangen zu eiern. So, da hat natürlich bei der einen oder anderen Party ein bisschen gelitten. So, es werden auch immer mehr Sachen. Mehr Bücher liegen hier rum. Und das Interieur wird mehr. Aber die Tür können wir öffnen. Warum wird es so dunkel? Wow. Oh nee. Da steht was auf der Couch. Was steht da? Irgendwas, keine Ahnung. Mit going. Going in circles, lauf im Kreis. Ach, sowas ist immer fies, sowas ist fies. Nee, ey, na sag mal, was wird denn das jetzt hier für ein Labyrinth? Mal angenommen, wir gehen jetzt weiter. Ja, mach ruhig. Werden wir wahrscheinlich wieder am gleichen Punkt ankommen, ne? Oder? Was würdest du jetzt sagen? Oha, okay. Nee. It's getting worst. Round by round. Okay, also wir kommen an dem Punkt hier nicht vorbei. Ach, hey. Schön. Kennst du das Gemälde? Nee. Nein! Nein, Benni, hinter uns ist die Tür zu. Ach nein. Was ist hier reingegangen? Oh Gott. Easy to forget. Drunk. Delirious. Okay. Okay. Ja, klar, ja. Ja, erinnere dich mal an deine Fehler. Oh Gott. Wir können auch ja nicht großartig mit der Leinwand interagieren. Mann, Alter, was? Oh shit. Manchmal fragt mich auch wirklich. Und über wie die Flaschen. Manchmal fragt mich wirklich, ob das nicht eventuell das eigentliche Haus ist. Dass dieser ganze, der intakte Bau, den wir die ganze Zeit noch so sehen, dass er einfach nur noch in seiner Fantasie irgendwie existiert. Eigentlich, dass die ganze Butze so komplett zertrümmert aussieht hier schon irgendwie und er die ganze Zeit in seinen Alkoholwahn. Bevor du durchgehst, geh mal kurz nochmal zurück und guck mal über die Tür. Also da, wo gerade durch, hier genau. Restless Memories, rastlose Gedanken oder Erinnerungen. Okay.
ruhelose Erinnerung. Ja, da kann man jetzt auch nur hoffen, dass er nicht barfuß war. So, okay. An der Stelle, lieber Zuschauer, sei bitte vorgewarnt und bitte entschuldige, ich bin heute etwas nasal. Und zwar, weil ich leider eine kleine Pollenallergie habe und es geht gerade total los. Ja, also wenn ich ab und zu mal so ein mache, so ein ganz dezentes, ja, seht mir einfach nach. So, ja, wenn ihr so eine Scheiße auch habt, wenn ihr unter Pollenallergie leidet oder irgend so ein Dreck irgendwie, haut's mal in die Kommentare, würde mich mal interessieren, oder bin ich eigentlich der einzige Arsch, der unter diesem Mist leidet, ey? Ich würde sagen, ja. Das ist halt so, Benny, so ein Freund wie du ist halt einfach, ist halt Gold wert. Ich mache jetzt hier x-beliebig irgendwelche Türen auf hier, sag mal, Benny. Ja, ist ja auch völlig in Ordnung. Können wir dir den Stuhl, oh, schön, kannst du verschieben. Können wir reichen. Ah, den Raum kennen wir doch. Ja, stimmt. Make up your mind. Oh, dieses Gewummer im Hintergrund ist aber heftig. Hörst du das? Ja. Ein Globen. Sagst du eigentlich, ne? Sagst du Globus oder sagst du, also wie ist denn die Mehrzahl von Globus? Globen, ne? Oder? Jetzt fragst du mich was. Oh. Oh. Oh Gott. Lisa. Oh Gott, was ist denn das daneben? Oh Gott. Oh Gott, bin ich wieder nicht hin. Aber wir müssen. Nee. Da bin ich einfach da. Das Licht. Das Sicherheit. Okay. Nee, bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht. Oh Mann. Oh. Sag nur, ich will da nie hin. Okay, hallo? Ganz, ganz toll. Ganz, ganz toll. Und ich habe auch mal so mitbekommen, dass wenn ich mich erschrecke, immer mehr dazu tendiere, zu machen. Ja, das setzt jetzt nicht gerade viele Punkte auf meine Maskulinliste, aber so ist es halt. So, man, ne? Beim nächsten Mal, hey, oh Mann. Genau. Das war jetzt aber gruselig. Oh, nee. Der Haufen bewegt sich, Benny. Ja, aber was ist das alles? Also, Teddybär, Puppenkopf, Oh Gott, was soll jetzt passieren? Was ist? Eine Ratte. Wirklich, oh. Manchmal sind es so eine ganz kleinen billigen Effekte. Oh, wir haben Schlüssel gefunden. Wie gar der Knie. Oh, guck mal, Rattenfallen. Hier liegen sie aber gut. Okay, wofür ist jetzt der Schlüssel? Na, wir hatten ja vorhin noch die verschlossene Tür. Aber nee, ist ja Quatsch. Die war ja einfach so temporär verschlossen, ne, nachdem wir durchgegangen sind. Ach, guck mal da. Hier, guck mal. Ja, das ist... Mann! Follow the rat. Ja, guck mal, wie sie uns... Ach, guck mal, sie wartet auf uns. Ach, ist ja süß. Das ist hier wie bei Ratatouille. Hier ist Kickwicke, ey. Oh, Mann. Hallo, Meister Splinter. Ma! Oh. Ja, das ist hier... Jedes Mal erschrecke ich mich. Das gibt's doch nicht. Also ein bisschen süß ist er ja schon, wa? Hey! Na? Wie heißt denn die Ratte aus Ratatouille? Aus Ratatouille? Ja. Also der Typ heißt, glaube ich, Gaston, war das doch, wa? Gaston, wie heißt denn der? Hast du gerade Gaston gesagt? Kasten! Ist da der Kasten? Oh, guck mal hier mit Riegel. Zack. Schön. Oh,
Ey, wer, cool, jetzt mal ohne Scheiß, wer baut denn so eine Flure? Hm? Wer? Welcher geisteskranke Architekt? So sinnlos. Knirsch, knirsch. Hm, wo sind wir denn hier schon wieder? Kennen wir den Raum? Mann. Sollen wir jetzt hier hoch? Ich glaube nicht. Ich glaube, wir müssen geradeaus weiter. Na, irgendwie müssen wir der Ratte folgen anscheinend. Ja, die kommt bestimmt gleich von oben runter gesprungen oder so. Wahrscheinlich. Das glaube ich auch. Mit einem sehr effektvollen Knall oder und so was. Oh. Oh Gott. Oh. Ja. Mann. Na. Easy, 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 ey. Entspann dich mal, Nagetier. Tatsächlich erinnert mich das so ein bisschen so an Hellseed, an den Keller von Hellseed. Ja, die, die jetzt nicht wissen, wovon ich rede, oben im Eck poppt jetzt mal ein Link auf, check den mal aus, dann wisst ihr auch, wovon wir sprechen. Oder ich. Hund, Kett, Rad. 1, 2, 3, 4, 5. Müssen wir das jetzt verfolgen? Ja, das ist so diese klassische Beschäftigungsblättchen für Kinder in Gaststätten, in Restaurants, wenn es länger dauert, so, damit sie ein bisschen beschäftigt sind. So, wir müssen der Ratte folgen. Der Ratte? Also, okay. Naja, wir folgen doch gerade die ganze Zeit der Ratte, oder? Ja, das ist so. So, dann würde ich mal, pass auf, dann dudel ich jetzt hier mal so lang. So, da sind wir immer bei der 8. Da sind wir bei der 6 und da sind wir bei der 7. Genau. 6, 7, 8, naja, das ist ja... Okay. Oh nein, okay, alles klar. Tja, jetzt... Es wird ja jetzt nicht 6, 7, 8 sein. Nee, ich würde sagen, dass es 6, 8, 7 ist. Ja? Okay. Glaube. Oh. Nee, ist es auch nicht. Dann müssen wir nochmal gucken. Weil da jetzt ein Tier vielleicht noch draufgezeichnet ist, deswegen vielleicht der Hund. Okay, gut. Na, dann ist ein Ansatz. Dann ist es die 2. 5. Oh Gott. Katze. Was? Letzte war Katze? Kann ich sehen. Nee, 9. Warte mal, oder? Hier geht's rum, der macht hier die Schleife, müsste die 9 sein. Wirklich? Ja, jetzt stimmt. Geht er hier so nach links, dann überkreuzt sich das einmal, dann macht er aber so eine Kurve, also so eine komplette Schleife. So ein Kreis. Okay, also 2, 5, 9. Gut, let's try it. Aha! Hast recht gehabt. Ist aber auch, finde ich, fies. Das ist wirklich gemein. Also, ich habe jetzt wirklich, für mich war jetzt gerade der Fokus komplett auf Ratte. Irgendwie. Ja, weil wir der auch gefolgt sind. Weil die hat uns ja hierher geleitet. Das ist schon richtig. Hätte ich jetzt auch eigentlich gedacht. Aber warum? Was hat uns das gebracht? Weil bis auf diese Drähte und dass wir hier kurz eingesperrt waren, hat es uns jetzt hier nichts gebracht. Oder habe ich irgendwas übersehen? Nö. Ist hier noch irgendwas? Ach ja, klar, hier, du, der kleine Ringpinsel. Na, der ist doch hier hinter dem bizarren Flur versteckt gewesen. Ach, okay, hier muss ein bisschen. Leck mich. Lass uns doch mal das ausmachen, Alter. So. Oh nein. Oh nee, oh nee, 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 nee. Was? 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 Oh, sollen wir ins Licht gehen? Okay, das hat sich erledigt. Mann! Was? Oh, was für ein... Hä? Crazy shit ist denn das jetzt hier? Ich geh mal hier, ne? Geh mal da hin, wo die Ratte war. Das ist schon echt mega bizarr, ey. Oha. Okay. Ja, das Gute ist halt wirklich bei dem Spiel, oder was heißt das Gute, es ist eigentlich relativ linear, ne? Also du kannst eigentlich nicht großartig irgendwie abweichen. Und ich wette, wir krachen jetzt hier durch den Boden. Ha!
Oh, das war jetzt aber unerwartet. Okay. Ja, da kann man nur hoffen, dass seine letzte Tetanus-Impfung nicht so lange her ist. Das ist ja mal krass. Ja, wenn du hier so ein Schattenrätsel hast bei Resident Evil 7, dann kannst du die Karten legen, Alter. Nein, du musst noch die Lampe finden. Für den Kopf. Okay. Wir schauen uns noch mal kurz hier ein bisschen um. Ja. Das sieht alles ganz schön gleich aus. Alles klar, ich würde sagen. Weiter geht die lustige Fahrt durchs Gruselschloss. Ich habe keine Ahnung, auf welcher Etage wir aktuell sind. Ob der jetzt auch immer aufgegangen ist. Ich glaube, ich mach einfach weiter schnell. Verpiss mich einfach hier. Hey. Ja, guck mal hier. Endlosschleife, cool. Oh Gott. Oh, das war viel creepy, wa? So Schuhe. Oh. Okay. Scheiße. Ja, nee, von hier müssen wir hin. Ja. An dem Stuhl sind wir schon vorbeigelaufen. Oh, manche nach innen, manche nach außen auf. Schön den Globus drehen. Ja. Wo geht's weiter? Wo geht's dieses Jahr in den Urlaub? Aha. In den Nordatlantik. Geil. Fantastisch. Naja, es wird wohl wahrscheinlich, ne? Es wird Afrika. Wie schön. Ja, wer will nicht idyllischen Urlaub im Kongo machen? Davon träumt man bei Tui schon lange. Sag mal, die Frau vorhin, war das unsere Frau? Die uns das so gecasht hat? Lag unsere Frau nicht am Ende oder war unsere Frau nicht am Ende im Rollstuhl oder sowas? Ja, und ich glaube, wenn die ein Geist ist, interessiert die glaube ich nicht mehr irgendwann. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Hm. Also, nö. Also da sag mal, würde nö sagen. Gucken wir erstmal die Schubladen, genau. Was haben wir denn hier so Feines? Mach ich nicht. Mach ich nicht. Ah, ist halt geil, Alter. Das ist halt, Alkohol bringt halt das Beste in dir zum Vorschein. toll. Ja, liebe Hobbyhandwerker zu Hause, don't try this at home. Was? Was? Was ist denn jetzt passiert? Willst du nahe kommen? Ja. Ich geh mal kurz zur Truhe. Nein, lass mich. Ich wette, da ist Wein drin in der Truhe. Hier ist Wein. Nein. Quatsch, hier ist doch kein Alkohol drin. Mann, doch nicht in diesem Haushalt. Oh. Maulkorb. Fucking mutt won't shut up. Hey, I can do that too. See? But can you paint? No? Well, that's all right. Neither can I, apparently. kann man das nehmen? Nein, scheinbar nicht. Ja, Benny, ich glaube, ich komme wieder durch die Tür. Nein. Nope. Tja, dann. Kannst du was mit der links mit der Vase machen? Schmeiße runter. Nee. Also, da kommt ja der Gestrung. Was ist denn das immer? Ja, er geht immer ein Stück weiter weg, so, ne? Das ist immer. Ah, jetzt raffelt das erstmal. Ja, das ist ja krass. Ich so voll offensichtlich hier nicht mitbekommen hier.
passiert, hätte man einfach nur weggucken. Ja. Oh, und der Turm setzt mir an. Steck mal hier drin. Oh Gott. Oh, ist mir schlecht, Alter. Kann ich hier hin? Nee, mach mal nicht Auge, Alter. Oh. Pass auf, jetzt gleich öffnet das. Ach ja, ich hab... Oh Gott. Oh. What are they? Neue Vielmann-Werbung. Ja. Ja, das war ja Schau. Das war ja total Schau. Okay, alle klar. Also. Ich guck mal kurz. Ich komm gar nicht mehr ran. Kommen wir jetzt an die Vase? Nee, auch nicht. Nee, zum Glück. Heftig. Heftiger Shit. So, aber jetzt kommen wir bestimmt wieder raus, wieder, oder? Oh ja, jetzt kommen wir wieder raus. Ah. Mann. Wir sind jetzt auch, genau, in diesem Gang mit den Ketten. Ach, Bullshit, ey. Ah. Canvas, Crawlers, Leinwandkrabbler. Masse, pulsierendes Fell, wie Gift zu malen, Feuer, letzter Ausweg. Ja, ob das einfach bloß zusammengerotzte Wörter sind oder ob das nachher irgendwie... Ah, das sind wahrscheinlich die Wörter, die nachher den Brief immer weiter komplettieren. Ne? Stimmt. Ja? Könnte sein. Könnte sein, oder vielleicht ist es doch einfach nur totaler Scheiß und irgendein total... geistig debiler hat das einfach nur aufgeschrieben. Aber würde mich hier bei der übersetzt ins Deutsche. Ja, ich kann gut Englisch, ich mach das. Oh, schön. Okay, sorry, Praktikant, war nicht so gemeint. Oh Gott. Oh Mann. Ja, das ist halt fies, weil ich halt solche Sachen immer so dermaßen kalt auf immer erwischen irgendwie. Ja, das ist halt. Oh, das habe ich jetzt nicht erwartet. Mhm. Oh nee, hier so ein Rotzeschnodder. It's all worth it. Ja, klar. Ja, kann jetzt sein, dass das immer schlimmer wird. Das wird immer schlimmer und immer schlimmer. Das ist echt heftig. Oh Gott. Ja, wie der Ami Ernst ja nochmal sagen würde, oh my gosh. Alter, was ist das für ein Scheiß. Und hier stehen ja diese Pastö... Was ist denn mit der Flasche? Was macht die denn? Oh, okay. Sie flaggert. Glitscht so weg. Ob wir was trinken sollen? Wir gucken uns erstmal diese wunderschöne lebensbejahende Emilde an. Das ist ja auch schön. Irgendwie völlig posiert. Ja, ne? Das ist alle Zeug. Ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt für die Farbe stehen soll, die halt lebendig ist und von dem Bild. Nee, aber es wächst ja zum Bild alles hin irgendwie. Das geht nicht vom also, Bild aus. Ja. Oh, ja, du Flasche erstmal. Hey there, Princess. Schnaps. What? Oh. This is Daddy's medicine. Whenever Daddy's hurting, this helps the hurt go away. No, don't touch that! Oh God. Wait. I'm sorry. I'm sorry.
Ja, also halt immer der Scheiß, ne, dass halt mit diesem Alkoholismus halt irgendwie auch so eine Jähzornigkeit kommt irgendwie und halt schlimm für alle eigentlich. Das ist kacke. So, hier haben wir eine Kurbel. Eine Kurbel. Ja. Damit können wir jetzt was machen? Fässer anstechen oder was? Oder wie? Ja, Ortsoft-Eis! Ortsoft-Eis! So, ein bisschen früh. Mach jetzt nicht. Ich wollte gerade sagen, mach jetzt nicht! Nein, nein! So, ach, hey. Oh nein. Nein. Ja, sie ist weg. Barbapa! Oh! Mann, ey! Ja, und ich dachte, das wird heute eine ruhige Aufnahmesession, ey. Nee! Also, ich sag mal, wie das ist. Ab einem gewissen Punkt kann ich sowas nicht mehr spielen, irgendwie. Das ist mir jetzt zu heftig, Alter. Ich krieg ja nur noch graue Haare, Alter. Ich will noch mal 28 werden. Oh. Aber das ist. Ey, jetzt. Ist das immer der gleiche? Nee, ist nicht immer der gleiche. Aber ist das gleiche jetzt, aber. Was denn? Wie? Was? Nee, ist nicht der was, gleiche Raum. Ja, ja, nee, 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 nee. Also, es ist der Flur. Was Türken hier ist. Das, ich hoffe, das ist der Wind, den ich hier höre. Also, ja, ich würde sagen, ja. Bitte? Ja. Ich weiß nicht, ob das der Wind ist, Benny. Meinst du nicht? Das ist doch der Wind bestimmt hier so. Ah, ist na, hör mal, hör mal. Meinst du, dass da jemand so rumatmet oder was? Und der hat bestimmt auch Allergien. Klar, wo geht denn das jetzt hin? Ist immer noch der Meinung, dass der Wind ist? Du konntest mit dem nach unten konntest du gerade interagieren. Was? Ja, ja, musst weiter nach oben gucken. Guck mal weiter nach oben an der Stange. Guck oh mal. Nein. Nein. Oh Gott. Was ist? Ich weiß nicht, ob ich das tun sollte. Oh Scheiße, was soll denn das da? Ein Schild. Oh. Was soll denn das? Ich verstehe das nicht. Was? Aber guck mal, der Wind hat aufgehört. Ja, hier steht was. Ein bisschen Schmerz reicht weit. Ja, soll das jetzt quasi, Ketten seines Schmerzes darstellen, irgendwie, die ihn fest im Griff haben, oder? Das ist ein gigantisches Schloss. Na, hier sind wir doch schon mal angeknuspert, oder? Ah. Was soll denn das hier darstellen? Sind wir Handtücher? Sind wir Bad? What we're doing with this? Ein Oldschool-Regenständer. Ein Regenschirmständer. Dann das Pflaumen. Lecker, oder? Einfach nur schwarze Brötchen. Oh, ein Brief. Ein Brief. Oh Mann. So. Ja, ja, ja. Der Bild hängt falsch rum. Der Bild hängt falsch rum. Okay, we take a look. Nein. Macht das Licht wieder an. Oh. Ja, deswegen macht man Lichter auch nicht aus. Das geht nicht. Scheiße! Ey, das ist bei dir mit Fernsehen und Lichtern. Boah, Junge. Ich sehe den Schalter, ich muss ihn drücken. I'm a simple man. Ja, was macht denn der rote Knopf da? Ich drück mal ruf. Don't push the red button. Was ist denn das? Weiß
So, ja, es ist, okay. Gibt es hier noch etwas zu holen? Nix. Oh, dein geliebter Fahrstuhl, Benny. So. Okay, Tür ist zu. Ja. Wie? Wähle jetzt links für Kanal abonnieren oder rechts für liken? Ja, dann bin ich für Kanal abonnieren, bin ich für links. Okay. Ja, links ist kacke, links funktioniert nicht. Scheiße, wir müssen nach rechts. Ah, weil ihr Gott sei Dank schon abonniert habt. Ihr verrückten Teufelszuschauer, ihr. Okay, also, das geht auch nicht. Achso, die Tür ist auch noch richtig zu. Ach, die Tür ist nicht richtig zu. Die Tür ist nicht richtig zu. Hm. Aber jetzt fahren wir nach oben. Wir fahren nach oben. Das ist schon mal schön. Das ist oben, okay, das ist nicht so schön. Oh Gott. Hallo? Oh nee. Nee. Nicht so eine Flackerscheiße hier. Nicht so eine Flackerscheiße. Nein. Ich weiß nicht mehr, wo ich hinkicken soll jetzt. Oh Gott. Gott! Bin ich vor mir nicht zu machen? Wow! Oh, nein, 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 nein! Alter. Hast du diese hässliche Fratze gesehen? Oh, Junge. Alter, das ist doch nicht wahr, Alter. Was geht denn? Oh Gott. Fühlt sich so Geisteskrankheit an? Ist ja nu. Okay. Jetzt auf dem Fahrstuhl. Also. Okay, der Fahrstuhl kommt runter. Oh Mann, ey. Ey, Benni, das nimmt mich ganz schön mit hier alles. Ja, mich auch. Das ist mal. Ja. So, ich hab beschlossen, ich stelle mich jetzt hier einfach nur eine Stunde hin und mache einfach die Schublade. Ist einfach, um mich zu beruhigen. Bestes Let's Play ever. Ever. Okay. Ich versuche mal auch gerade so ein bisschen auf die Kette zu kriegen, wie viele Räume das hier überhaupt geben soll. Ich habe keine Ahnung, ich habe die Übersicht sowieso schon lange verloren. Wir sind jetzt gerade nach oben gefahren, in welcher Etage stecken wir denn jetzt? Also oben, unten, Mitte, wie viele Etagen hat dieses Haus überhaupt? Ah, wir sind ja abgestürzt. Wir sind doch noch, wir sind wieder runtergeklatscht. Aha. Das ist eine Clock. There's a clock. The glass is taken? Nee, können wir nicht. Hickory dickory dock. The mouse ran up the clock. The clock struck one. Cord ran down. Hickory dickory dock. Jo. Hickory dickory wird Heidelbumdeidel übersetzt. Das ist auch geil, Alter. Heidelbumdeidel. Ah, können wir die aufschrauben? Ich würde sie gerne mitnehmen. Ich hoffe, dass es einfach unser Objekt ist für die Geschichte. Aber ist es nicht. Ach, Mann, oh. Ja, die Uhr gibt es, glaube ich, nochmal. Also, wir haben ja vorhin zum Beispiel diesen Hundekorb oder Maulkorb gesehen vom Hund. Ja. Den hatten wir in der allerersten Folge, hatten wir den auch gesehen. Ja, das ist auch echt, in der Hand. Ja? Gleich beim Eingang links quasi. Ja, und stimmt. Und die Uhr ist. Oh, ich weiß nicht mehr, wo die Uhr war. Ich weiß nicht, ob die in unserem Raum stand, wo unser Gemälde ist.
Aber die hat ja auch irgendeinen Sinn und Zweck. Deswegen gibt es anscheinend dazu immer so ein paar Storypoints. Okay, dann merkt ihr mal 22.37 Uhr. Merke ich mir nicht, das schreibe ich mir auf. Das schlaue Büchlein. Schreiberling, notiere er. Was hast du gesagt? 22.37 Uhr oder 10.37 Uhr. 37. Habe ich. Okay, mal nach vorne wird es wieder diffus. Ja. Oh nein. Ich muss mal die Tastatur wieder ein bisschen wegschieben, nicht, dass dafür meine Aufnahme ausgeht. Was ist das Rote? Tja, keine Ahnung. Das ist wahrscheinlich wie auf dem Bild einfach irgendein verwischtes Detail. Ah, Türen öffnen sich. Ach, das Licht sieht eigentlich noch ganz einladend aus. Ich weiß, ich werde es bereuen. Aber ich sag mal, hallo! Okay. Oh Gott. Oh nein, Benny. Wer? Oh Mann. Bist du, Alter? Shit, ist das hier irgendwie? Wo sind wir denn jetzt schon wieder? Das ist wahrscheinlich der Raum, in den ich gerade reingelaufen bin. Glaube ich. Mal gucken. Nein, ist es nicht. Aber naja, wer weiß das schon in diesem abstrakten Konstrukt von Haus hier irgendwie. Ah. Oh, sieht ja mal noch halbwegs angenehm hier aus. Mal von der unheilsschwangeren Musik mal abgesehen irgendwie. Ja, das ist Ui. Das Office, wo wir schon mal waren. Da haben wir den ersten Schlüssel irgendwie uns gegrabbelt. Telefon! Ja, die Frage ist, wo ist denn das Telefon? Hier wird da jetzt kein Handy drin sein, oder? Was ist denn jetzt hier los? Was steht da? 363. 363. 363, aufgeschrieben. Ah. Ja, Telefone sind hier gut versteckt. Talk to me! Why won't you talk to me? So, jetzt kannst du wahrscheinlich wählen. Ja, halt mal. Und der will bestimmt die 363 haben. Ja, wie groß haben. So, liebe Kinder. So hat man damals telefoniert. Das ist eine Wählscheibe. Der Sound kommt irgendwie von hier. Okay. Was machen? Irgendwas am Gemälde? Oh! Wow! Okay. Okay. Welches Gemälde denn? Oh, hier kam eine Puppe. Okay. Oh Mann, Alter, ist das so stranger Shit, ey. Aha. Nein, nein, Alter, nein. Oh Gott. Was war denn noch eine andere Nummer gefunden? Nein.
unten. Doch, doch da. Da unten. 853. Okay. So, und wenn... Oh. Und früher, wenn man mal irgendwie, wenn man jemanden nicht erreicht hat über Telefon, haben die irgendwann so die Finger wehgetan, weil du x-mal eine Nummer wählen musstest. Oh, nee. Da links ist eine Puppe. Oh, shit. No, Claude. It solves nothing. It never has. It never will. Ich geh mal. Nein. 354. Ja, und da unten ist das Telefon dazu wahrscheinlich da, das ist da. Aber wie, ich spring doch jetzt hier nicht runter. Nee, da, also guck mal hier, da rechts und unter der 354, genau, da unten. Nee, da waren wir ja schon. Meinst du nicht, dass wir da? Ich glaube. Achso, warte mal, können wir hier das Telefon nutzen? Ui. Habe ich mich jetzt vertan gerade? Oh nein, habe ich nicht. Das ist ja schön. Das ist ja schön. Das ist ja total schau. Das ist ja super hier. Das ist... Nein! Oh, Kinder, nee. Oh, ich würde mich heute so verfolgen, diese Klingel. Wie, jetzt hat er einfach bloß ein bisschen Putz auf die Birne gekriegt, oder was? You deserve this. All of it. All of it. All of it. Okay. Oh, ey, sag mal, ja, okay, gut. Das ist jetzt, nein, nicht mehr, alles weggerissen. Aber das ganze Game fühlt sich an wie so ein Einzel. I needed something to add the, how should I put it, final touches. A finger. I needed a finger. Chopped it off, easier than sawing a leg. Washed it, dried it in an oven. Fell asleep, almost burned it. Will I manage to pull this off? Aha. Alter, der Typ hat sich nicht nur das Bein abgeschnitten, er hat sich nur den Finger abgeschnitten für sein Scheißbild. Hat der nicht auch selbst sich Blut abgenommen für Farbe? Jo. Ich sag ja, Künstler, Alter. Trial and Error. Ach so, Trial and Error, okay. Und? Das da. Hey! Da ist doch unser Safe Room. Sieht immer schöner aus, wa? Aber wie sind die Puppen weg? Das ist gut. Das ist sehr, sehr gut. Ja, na dann wird es mal Zeit, unser Bild weiterzumalen. Mhm. Mit unserem Finger. Toll, toll, toll. Fingermalerei quasi. Oh. Oh. Ist das unsere Frau? Sieht so aus. Also diese komische, wie nennt man diesen Kragen? Irgendwie den... Habe ich auch bei der Frau gesehen, die uns da ständig weggrabbelt. Also geht mal stark von aus, das soll unsere Frau sein.